Hey Freunde, willkommen zum kleinen Dreier-Böller-Test. Wir haben hier alle Böller von Pyro Factory. Also nicht alle, sondern diese Böller sind alle von Pyro Factory. Und wir haben hier einmal die 5 Stück Diabolo. Ja. Haben eine NEM von 30 Gramm auf 5 Stück. Und dann würde ich sagen, die schauen wir uns mal an draußen. Dann vergleichen wir gleich mal noch die Diabolo mit den Mega-Böllern von Pyro Factory. Hier haben wir eine NEM von 6 Gramm auf 4 Stück. Also denke ich mal stinknormale D-Böller. Und hier haben wir die Dynamite 4 Stück von Pyro Factory. Werden denke ich mal normale Super-Böller 1 sein. 4 Stück enthalten, NEM 7,2 Gramm. Naja, dann schauen wir uns die Sache mal an. Und dann haben wir mal so eine kleine Produktrange von den Pyro Factory Böllern. Also bis gleich draußen zur Zündung. So, Leute, wir fangen gleich mal an mit dem Dreiervergleich von Pyro Factory. Wir testen alle drei Böller. Wir fangen an mit dem Mega-Böller, der gerade in der Mitte ist, dann der Dynamit und zum Schluss die Diabolo. Wir werden wieder auf Platte zünden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir fangen mit dem Mega-Böller an. Da klingelt die Platte. Ja, ist eigentlich wie so ein stinknormaler D-Böller. Verarbeitung zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal. So, so sieht die Verarbeitung aus. Schnell scharf, Schatzi. Los. Jetzt haben wir es. So sieht die Verarbeitung aus. Und jetzt weiter mit den letzten zwei. So. Da klingelt die Platte. So, wir machen dann weiter mit den Mega Dynamit von Pyro Factory. Verarbeitung sieht denn hier auch gleich aus. Stell scharf, Schatzi, los. So, so sieht die Verarbeitung aus. Stinknormaler Superböller 1. Boah, da klingelt die Platte schon ein bisschen mehr. So. Der letzte aus der Packung. Naja, stinknormale Böller, also großartig da zu sagen kann man nicht. So, wir machen jetzt weiter mit den Diabolo. So, Diabolo sieht so aus. Wo haben wir's? Da haben wir's. Na, stell scharf, Schatzi, was? Jetzt haben wir es. So, Diabolo sieht so aus. Stinknormaler Superbowler 1 im Aussehen. Und schauen wir uns den an. Ja, das war ein Verpuffer, da war der im Hintergrund lauter. Vielleicht mal noch ihn. Ja, da war schon ein bisschen besser. Ich habe beinahe mal Reinke abgeschossen. Der war nicht schlecht. So. Der dritte. Ja, also stinknormale Superböller. Ja.
So. Ja, also ich würde sagen, gute Super Bowl 1, aber ansonsten war es das jetzt auch nichts Besonderes. So, Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.